Ja, einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte mich zunächst für die Einladung bedanken, hier sprechen zu dürfen. Dieser Einladung bin ich natürlich sehr gerne nachgekommen. Herr Dr. Wittrock, vielen Dank für die freundliche Einführung. Ich habe Ihnen das Thema Entzündungen mitgebracht. Und dieses Thema ist ein sehr spannendes und sehr brisantes Thema in der Medizin inzwischen. Eben auch in der Forschung, im Fokus der Forschung, nimmt es mittlerweile einen recht großen Raum ein. Sie sehen hier das Cover vom Time Magazine, Februar 2005. Das heißt, es ist eigentlich schon seit vielen Jahren bekannt, dass entzündliche Prozesse eine wesentliche Rolle spielen bei nahezu allen chronisch degenerativen Erkrankungen. Und wenn wir uns über diese Entzündungen jetzt unterhalten, dann sind damit nicht unbedingt die akuten entzündlichen Prozesse gemeint, die sich ja durch die fünf klassischen Entzündungszeichen erkennen lassen, wie zum Beispiel Rötung oder Schwellung oder eben auch der Schmerz, auch ein klassisches Entzündungszeichen, sondern ich rede von den subklinischen Entzündungen, den versteckten Entzündungen, die man eben durch diese Entzündungszeichen nicht erkennen kann. Und es ist schon sehr lange bekannt, dass wenn ich im Körper einen entzündlichen Prozess habe, dass es eben Nebenkriegsschauplätze geben kann. Das heißt, entzündliche Prozesse können sich an anderer Stelle wiederfinden. Bekannt ist das beispielsweise von der chronischen Polyarthritis. Menschen mit einer solchen Erkrankung haben ein höheres Risiko für eine Arteriosklerose, für einen Herzinfarkt. Ich erinnere auch an die sehr wohlbekannte Tatsache, dass eben eine Parodontitis, eine Zahnbettentzündung, zum Beispiel auch mit einem erhöhten Risiko für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung einhergeht. Und das sind eben quasi diese Schwellbrände, die sich an anderer Stelle im Körper dann breit machen können, aufgrund eines akuten entzündlichen Geschehens oder eben aufgrund eines bestehenden subklinischen Inflammationsprozesses. Und diese niedriggradigen Entzündungen, wie sie auch genannt werden, stehen im Verdacht für Herz-Kreislauf-Erkrankungen mitverantwortlich zu sein, zumindest mitverantwortlich. Sie stehen im Verdacht, bei Krebserkrankungen mitbeteiligt zu sein, was ich gleich zu erklären versuchen werde. Sie sind eben auch verdächtig an neurodegenerativen Erkrankungen mitbeteiligt zu sein. Und Sie sehen hier auch noch den Hinweis auf metabolische Störungen, eine Hyperinsulinämie oder ein Diabetes mellitus Typ 2. Das sind alles entzündungsbedingte Erkrankungen. Und es mehren sich die Hinweise darauf, dass auch andere Krankheiten, wie zum Beispiel die altersbedingte Makuladegeneration, durch solche entzündlichen Prozesse getriggert wird. Inzwischen gibt es auch Hinweise zum Beispiel für die Osteoporose. Das heißt also nahezu alles, was uns im Alter das Leben schwer macht und natürlich auch zum Tode führt, hat im Endeffekt in irgendeiner Weise mit Entzündungen zu tun. Ja, von der Arteriosklerose hatten wir in den vergangenen Jahrzehnten von deren Entstehung ein ganz falsches Bild, muss man sagen. Und es findet ein Paradigmenwechsel statt bezüglich der pathogenetischen Mechanismen im Bereich der Arteriosklerose. Wir müssen davon ausgehen, dass wir es bei der Arteriosklerose mit entzündlichen Prozessen zu tun haben. Und im Zuge dieser entzündlichen Prozesse wandern eben entzündungsfördernde, immunkompetente Zellen in die Gefäße ein, geben Zytokine ab und diese Zytokine wirken quasi wie Lockrufe und holen andere entsprechende Entzündungszellen in die Gefäße, die dann ihrerseits wieder Zytokine abgeben. Und so schaukelt sich ein entzündlicher Prozess zum Beispiel in den Gefäßen hoch. Und vielleicht kann man noch an der Stelle kurz erklären, weil Ihnen das möglicherweise auf der Zunge brennt, zu fragen, was ist denn nun mit dem Cholesterin an dieser Stelle, das ja eine so wesentliche Rolle spielt in der Betrachtung des arteriosklerotischen Risikos. Wir können sagen, dass beispielsweise ein erhöhter Cholesterinspiegel, wie zum Beispiel auch ein bestehender Bluthochdruck, eine entzündungsfördernde Komponente haben.
Ja, und wir hatten eigentlich Glück in den vergangenen Jahren mit den Medikationen, die Anwendung gefunden haben im Bereich der Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Denn alles, was da unterwegs war an Arzneimitteln, hat auch eine antientzündliche Wirksamkeit, wie zum Beispiel die Antihypertensiva oder auch die Statine beispielsweise. Gut, Entzündungen und Krebs spielen oder haben einen Zusammenhang, so muss man sagen. Das heißt also, inflammatorische Prozesse spielen bei Krebserkrankungen eine Rolle. Wir können ganz einfach sagen, bei Entzündungen können Tumorzellen, die ja tagtäglich in unserem Körper entstehen, leichter überleben. Die Zytokine, die entzündungsfördernden Botenstoffe, allen voran NF-kappa-B, das ist ein Eiweiß, ein Transkriptionsfaktor, der beispielsweise dafür sorgt, dass eben Tumorzellen vom Immunsystem nicht gut erkannt werden, dass eben diese Tumorzellen dann natürlich auch nicht unbedingt dem Selbstmordprogramm der Apoptose zugeführt werden, und schließlich und endlich ermöglichen diese Zytokine, diese entzündungsfördernden Botenstoffe auch die Angiogenese, die ja letztendlich ganz entscheidend dafür ist, dass sich Tumorzellen eben ernähren können und daraus ein manifester Tumor werden kann. Nun, interessant sind wirklich die Forschungserkenntnisse, die im Bereich der neurodegenerativen Prozesse mehr und mehr auf uns zukommen. Da wird ja sicherlich gleich auch Herr Dr. Bock einiges dazu erzählen. In diesem Zusammenhang möchte ich kurz verweisen auf ein neues Feld in der Medizin, das aber mehr und mehr an Bedeutung gewinnt. Das sind eben auch die Mitochondropathien. Das heißt also, es kommt im Zuge von entzündlichen Prozessen, im Zuge einer vermehrten Belastung mit oxidativem Stress, mit nitrosativem Stress, das heißt also im Zuge einer vermehrten Belastung mit freien Radikalen, zu einer Schädigung der Mitochondrien, und das ist besonders fatal für die Neuronen. Ein Neuron besitzt im Schnitt 10.000 Mitochondrien. Und das sind, wie Sie alle wissen, die Kraftwerke der Zelle, und wenn es dort eben zu einem Defekt kommt, dann kann die ATP-Gewinnung, die Energiegewinnung nicht mehr stattfinden, und es kommt zum Absterben der Neurone, und das ist natürlich schon auch ein interessanter Aspekt in diesem Zusammenhang. Also oxidativer Stress und subklinische Inflammation, das sind mehr oder weniger so Parallelautobahnen, die pathogenetische Relevanz haben bei der Entstehung auch der neurodegenerativen Erkrankungen. Die Frage ist natürlich, was mache ich denn jetzt mit einem Patienten, wenn ich nicht sehen kann anhand der klassischen Entzündungszeichen, ob der von einer solchen versteckten Entzündung betroffen ist oder nicht. Es gibt Marker, die man im Blut messen kann. Ich stelle Ihnen einen der unkompliziertesten und damit natürlich auch leider sehr groben Marker dar. Das wäre das hochsensitive CRP. Das C-reaktive Protein ist ja ein altbekannter Kandidat. Es ist ein Eiweiß, das bei entzündlichen Prozessen vermehrt gebildet wird. Es ist ein Akutphaseprotein, das eben gerade im Zuge einer Inflammation deutlich ansteigt. Neu ist jetzt, dass man eben das C-reaktive Protein in Kleinstkonzentrationen nachweisen kann. Und dieses hochsensitive CRP wird sehr, sehr engmaschig beurteilt, wie Sie hier sehen können. Also unter einem Milligramm pro Liter im Blut, da sprechen wir von einem niedrigen Risiko, zwischen 1 und 3 von einem mittleren und größer 3 schon von einem hohen Risiko, wobei sich natürlich die Frage stellt, was ist unter einem hohen Risiko zu verstehen. Nun, viele Untersuchungen haben sozusagen eine Abhängigkeit, eine Korrelation ergeben. Wenn dieses HSCRP über 3 liegt, über 3 Milligramm pro Liter liegt, dann ist das Herzinfarkt, das Schlaganfallrisiko um Faktor 2 bis 3 erhöht. Und Sie sehen hier, das HSCRP hat auch einen prognostischen Wert in Bezug auf die Ausprägung eines Diabetes mellitus. Und das Risiko an Diabetes mellitus zu erkranken ist doch wirklich sehr, sehr hoch, wenn dieser HSCRP über diesem Grenzwert liegt.
Wir sehen aber auch Hinweise eben auf bestimmte Krebsrisiken oder auf die neurodegenerative Erkrankungen, die AMD. Also das alles weist im Grunde genommen auch nochmal darauf hin, dass diese Erkrankungen tatsächlich mit inflammatorischen Prozessen zu tun haben. Und ich hatte eben schon erwähnt, NF-kappa-B, das ist ein Transkriptionsfaktor, der eben auf molekularer Ebene Entzündungen vorantreiben kann. Man weiß inzwischen recht gut, wie das Ganze funktioniert. Es gibt also Zytokine, die hier einen großen Einfluss haben auf diesen NF-kappa-B, der tumornekrose Faktor Alpha beispielsweise. Der aktiviert Untereinheiten von diesem NF-kappa-B, von diesem Protein. Diese Untereinheiten werden zusammengesetzt, dieser Transkriptionsfaktor wird aktiviert und liest dann nach dem Einwandern in die DNA, in den Zellkern an der DNA quasi Sequenzen ab, die dann wiederum dafür sorgen, dass weitere entzündungsfördernde Bodenstoffe bereitgestellt werden. Also NF-kappa-B ist einer der wichtigsten Entzündungsmediatoren, die in diesem ganzen Geschehen eine große Rolle spielen. Und natürlich wissen wir, dass Übergewicht und Adipositas einerseits ein Risikofaktor darstellt für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, andererseits aber eben auch ein Risikofaktor darstellt für zum Beispiel bestimmte Krebserkrankungen, Darmkrebs beispielsweise oder Gebärmutterkrebs. Es ist auch ein Risiko für Nervenkrankheiten, für neurodegenerative Erkrankungen. Und die Gemeinsamkeit all dieser Krankheiten ist ja, wie eben ausgeführt, die chronische Inflammation. Und da spielt das Übergewicht insofern eine gemeinsame Rolle, weil es eben nicht irgendwo eine Lagerstätte darstellt, in die das Fettgewebe oder beziehungsweise in die das Fett reingelagert wird, sondern das Fettgewebe, vor allen Dingen das Bauchfett, das viszerale Fett, kann als endokrines Organ fungieren und stellt jede Menge Substanzen her, unter anderem eben entzündungsfördernde Bodenstoffe. Und das ist wirklich ein neuer Aspekt im Zusammenhang mit Übergewicht und Adipositas, den es in der Praxis wirklich zu beachten gilt. Nun, und das Schöne ist, dass eben Fasten diverse proentzündliche Reaktionen positiv beeinflusst, positiv im Sinne einer entzündungshemmenden Wirkung. Und das ist eben auch auf molekularer Ebene und natürlich auch auf physiologischer Ebene nachgewiesen worden. Die Ketonkörper beispielsweise bilden das Beta-Hydroxybutyrat, das eben nicht nur als Energiequelle dienen kann, wenn Glucose knapp wird, sondern dieses Hydroxybutyrat wirkt auch zum Beispiel neuroprotektiv und antientzündlich. Es gibt viele weitere Funktionen, die durch das Fasten eben positiv beeinflusst werden im Bereich der Inflammation. Zum Beispiel die neurotropen Faktoren, eben dieser Brain-Derived Neurotropic Factor, der wirkt ebenfalls entzündungshemmend. Und da unten haben wir einen ganz klaren Hinweis auch nochmal. Die Zytokine werden entsprechend beeinflusst. Der eben bereits erwähnte NF-kappa-B wird herunterreguliert. Interferon-Gamma wird hochreguliert. Damit habe ich einen positiven Einfluss auf die Insulinsensitivität und eine antientzündliche Wirkung. Und schließlich könnten wir auch die hormonelle Seite noch erwähnen. Auch das hat letztendlich eine entzündungshemmende Wirkung zur Folge. Wir können aber auch die Sirtuine erwähnen. Die Sirtuine, das sind eben Signalfaktoren, die hier eben auch von Einfluss sind auf Entzündungsmediatoren wie NF-kappa-B, der ja in der Folge dann eben auch herunterreguliert wird. Übrigens auch bei einer normalen gewichtsreduzierenden Abnahme nehmen diese entzündungsfördernden Bodenstoffe in ihrer Konzentration ab. Also das ist schon sehr wichtig, um überhaupt die Gesundheit zu erhalten, auf das Normalgewicht zu achten. Die Frage ist, und wir haben eben von Herrn Professor Leitzmann einen sehr schönen Beitrag gehört im Bereich der Ernährung, was kann ich denn tun, um vielleicht über die Ernährung nach einem solchen Fastenvorgang weiterhin
das Entzündungsrisiko niedrig zu halten. Und da gibt es ebenfalls eine Information aus den USA, 25. April 1994, Better Than Vitamins. Und das sind die bioaktiven Pflanzeninhaltsstoffe, die eigentlich meiner Meinung nach bislang zu wenig propagiert wurden. Denn diese bioaktiven Pflanzeninhaltsstoffe sind wirklich hochinteressant. Und das schauen wir uns jetzt hier gleich nochmal an. Eine ähnliche Darstellung haben Sie von Herrn Leitzmann eben schon gesehen. Ich möchte trotzdem noch mal kurz darauf eingehen, weil diese einzelnen Mechanismen, diese einzelnen gesundheitsfördernden Bodenstoffe dieser bioaktiven Pflanzeninhaltsstoffe doch so sehr interessant sind, vor allen Dingen in Bezug auf Entzündungen. Und wir sehen hier beispielsweise eben auch den Verweis auf eine krebshemmende Wirkung. Wir sehen den Hinweis auf eine antivirale, antibakterielle, antimykotische Wirkung dieser Substanzen. Die antioxidative Wirksamkeit ist erwähnt. Es gibt Parameter im Bereich der Gefäßprotektion, durchblutungsfördernde Wirkung oder eben auch eine blutdruckregulierende Wirkung. Natürlich die Immunmodulation ist von Bedeutung und hier auch noch sogar den Hinweis auf eine cholesterinsenkende Wirkung. Die meisten Kreuze sehen Sie wo? Die sehen Sie bei den Polyphenolen. Das heißt, diese Gruppe von bioaktiven Pflanzeninhaltsstoffen gilt als die interessanteste und auch hier müssen wir natürlich von tausenden Vertretern ausgehen. Aber diese Polyphenole haben eben auch eine entzündungshemmende Wirkung. Wir sehen bei den bioaktiven Pflanzeninhaltsstoffen im Bereich der Entzündungshemmung nur bei den Polyphenolen hier eben auch einen positiven Effekt. Und das möchte ich hier auch nochmal hervorheben. Also diese Polyphenole, die finden wir in den Randschichten von Früchten, von Gemüsesorten, von Getreide. Das hat Herr Professor Leitzmann eben schon erwähnt im Zusammenhang mit dem Quercetin. Ich finde es ganz interessant, an der Stelle vielleicht nochmal darauf hinzuverweisen, warum das in den Randschichten sitzt. Diese bioaktiven Pflanzeninhaltsstoffe sitzen natürlich deswegen dort, weil sich die Pflanzen mit diesen Substanzen schützen. Die schützen sich vor UV, vor Ozon, vor Luftschadstoffen, vor Bakterien, vor Viren, vor Pilzen. Also das ist eben die eigentliche Funktion für die Pflanze und interessant ist natürlich, dass wir Menschen von diesen Schutzwirkungen, die die Pflanze eigentlich um ihrer selbst willen macht, profitieren können. Und diese Polyphenole, das ist was Hochchemisches, obwohl sie natürlich in den Pflanzen vorkommen. Ich möchte Sie mit dieser Chemie auch nicht weiter traktieren, vielleicht nur auf ein paar Beispiele hinweisen. Also wir können diese Polyphenole in zwei große Gruppen einteilen. Das eine sind die Phenolsäuren. Ein Beispiel mag uns jetzt mal genügen. Wir nehmen zum Beispiel die Ellagsäure, die wir in bestimmten Beerenfrüchten finden, aber auch im Vollwertgetreide. Und Sie sehen, Sie können unschwer erkennen, die weitaus heterogene und umfassendere Gruppe ist eben die Gruppe der Flavonoide, die wiederum in einzelne Gruppen eingeteilt werden anhand ihrer Struktur. Und diese Flavonoide, das sind so farbgebende Komponenten, beispielsweise in Früchten oder auch in Blüten, sind aber auch die Komponenten, die beispielsweise für die scharfmachende Wirkung verantwortlich sind von bestimmten Gemüse- und Obstsorten. Wir sehen hier nochmal das Quercetin, das natürlich in Äpfeln vorkommt. Oder beispielsweise, natürlich hochinteressant, die Epigallocatechin-Galate im Rotwein oder eben auch im Grüntee. Das alles sind Polyphenole. Und die Wirksamkeit dieser Polyphenole ist inzwischen auch sehr gut untersucht. Es gibt eine ganze Reihe von Wirkmechanismen, die wir als antientzündliche Komponente der Polyphenole anführen können, wie zum Beispiel die Zyklooxygenase, die Lipooxygenase oder eben auch die induzierbare Nitritoxidsynthase. Das sind alles enzymatisch getriggerte Bereiche im Entzündungsvorgang. Und Sie sehen hier auch die Hemmung der Entzündungsmediatoren direkt, Tumornekrose, Faktor Alpha, NF-kappa-B, mitoseaktivierte Proteinkinase, Weg. Also das sind wirklich interessante Einzelwirkungen der Polyphenole.
Nun, man weiß inzwischen anhand von einigen Untersuchungen, dass eben die Flavonoidaufnahme mit den Entzündungsmarkern invers korreliert ist und, ganz interessant, dass eben es auch Hinweise darauf gibt, dass ein Mehr an diesen Flavonoiden neurodegenerativen Prozessen entgegenwirken kann. Gefäßprotektiv wirken sie eh, aber eben auch eine neuroprotektive Wirkung konnte durch diese Flavonoide eben ausgemacht werden. Wir sehen hier eben den positiven Effekt zum Beispiel von Fruchtpolyphenolen auf die Gehirnalterung. Das ist ganz interessant. Man weiß, dass diese Polyphenole dabei helfen können, die neuronale Plastizität zu erhalten. Und das ist ja wirklich das, was uns letztendlich die mentale Leistungsfähigkeit im Alter eben auch weiterhin ermöglicht. Die Rede ist hier von einer antientzündlichen Kost. In den USA gibt es inzwischen Restaurants, die nach dieser Anti-Inflammatory Diet wirklich kochen. Und wir finden hier im Grunde genommen nicht so viel andere Lebensmittel als die, die Herr Leitzmann vorhin bei dieser Folie, ich glaube von 94, schon gezeigt hat in Bezug auf eine krebshemmende Wirkung. Abgehoben wird hier aber in diesem Zusammenhang nochmal auf die Polyphenole. Ja, polyphenolhaltige Früchte sind interessant, wie zum Beispiel der Granatapfel oder eben auch, wir sehen hier nochmal die Nüsse aufgrund ihrer Fettsäuren, die ja auch entzündungshemmend wirken. Der Ingwer mit seinen Gingerolen, das sind Polyphenole, die ebenfalls entzündungshemmend wirken. Und das ist überhaupt interessant, die Gewürzpflanzen. Hier haben wir nochmal einen Hinweis auf das Kurkumin von der Gelbwurz, einer der 40 Bestandteile des Currys. Also alles Polyphenole, die wir in Früchten, in Gemüsesorten, in Gewürzpflanzen vorfinden. Und natürlich kann man auch Bezug nehmen auf proteolytische Enzyme, die beispielsweise in bestimmten Früchten vorkommen, wie zum Beispiel das Bromelain oder auch das Papain, weil die natürlich auch den Entzündungsprozess, also wirklich dem Entzündungsprozess entgegenwirken können und hilfreich bei Entzündungen sein können. Ich möchte in den letzten paar Minuten noch ganz kurz auf dieses doch prominente Polyphenol Bezug nehmen, das Resveratrol, das ja als die Anti-Aging-Substanz überhaupt gilt. Beim Resveratrol widmet man wirklich inzwischen einen großen Forschungsbeitrag, denn es hat offensichtlich eine gefäßprotektive Wirkung, es hat aber auch eben eine Wirkung wie beim Dinner Canceling, also in Bezug auf die Stoffwechselaktivität der darauffolgenden Nacht, die dann eben auch entsprechend erniedrigt ist. Die Produktion an freien Radikalen wird erniedrigt, das Entzündungsrisiko geht zurück. Und das ist natürlich ganz interessant in dem Zusammenhang. Vielleicht für die Anwender, also Resveratrol finden wir natürlich in Rotweinen, aber leider kaum im roten Traubensaft und im Weißwein nur Spuren und im weißen Traubensaft entsprechend noch weniger. Also das ist vielleicht die schlechte Nachricht. Und man sollte Resveratrol auch nie alleine kombinieren, sondern, und das ist ja auch der Sinn eines schönen Essens, dass man eben beispielsweise das Glas Rotwein zu einer mediterranen Kost mit vielen Polyphenolen genießt. Dann ergänzen sich die verschiedenen Polyphenole, können eine synergistische Wirkung entfalten und das ist natürlich dann auch noch ganz angenehm. So, zum Schluss möchte ich Ihnen noch ganz kurz ein paar Früchte vorstellen, die Sie vielleicht noch weniger kennen, weil sie bei uns nicht heimisch sind. Polyphenole bedingen eine hohe antioxidative Wirksamkeit und diese antioxidative Wirksamkeit, die kann man messen von Lebensmitteln. Gemeint ist hier der sogenannte ORAC-Wert, also Oxygen Radical Absorbance Capacity, das heißt die Fähigkeit einer Substanz, freie Radikale abzufangen, die wie gesagt durch die Polyphenole in diesen Fällen bedingt ist. Und da sehen wir einfach, es gibt Beerenfrüchte, die sind wirklich absolute Spitzenreiter in Bezug auf Polyphenolgehalt und auch in Bezug auf antioxidative Wirksamkeit. Das sind die Goji-Beeren, die Acai-Beeren. Wir finden aber auch einheimische Früchte, die interessant sind, wie zum Beispiel die Heidelbeeren, die Blaubeeren oder auch die Kirschen, aber schon deutlich abgeschwächt eben in der Konzentration. Die Gemüsesorten, und da gebe ich Herrn Leitzmann natürlich recht, sind deswegen so interessant, weil sie die breite Vielfalt an bioaktiven Pflanzeninhaltsstoffen bringen
und eben natürlich fruktosearm sind. Und wir haben über die Fruktose wirklich viel dazu lernen müssen. Also die Fruktose ist nicht so harmlos, wie man immer gedacht hat. Und wenn man sich vorstellt, dass die Fruktose wirklich jahrzehntelang für den Diabetiker als Zuckeraustausch unterwegs war, dann muss man sagen, ist da wirklich viel schiefgelaufen. Also auch deswegen eher Gemüse statt Obst. Gut, damit komme ich zu Ende. Also ich hatte Ihnen versucht, in der Kürze der Zeit das Risiko der subklinischen Inflammation eben als Faktor für die Entstehung von Erkrankungen näher zu bringen. Es ist wichtig, dass wir uns diese antientzündliche Kost genauer anschauen. Fasten kann einen wesentlichen Beitrag leisten, um das Entzündungsrisiko und das damit der entzündungsassoziierten Erkrankungen dann auch entsprechend zu senken. Aber eben auch im Bereich der Ernährung gilt es vielleicht doch, das eine oder andere zu ändern und eben auch polyphenolreich zu essen. Ich danke Ihnen sehr.